Yo Leute und willkommen mal wieder zu einem Commentary. Heute habe ich wieder ein Modern Combat 4 Gameplay für euch. Ist ein bisschen älter, aber hier spiele ich eine Runde VIP mit der Chartback. Als Killstreaks habe ich dann ein bisschen was Untypisches, und zwar einmal das automatische Geschütz, dann noch den Airstrike und die Artillerie. Ja, da hatte ich mal eine Weile das automatische Geschütz ausprobiert. Ich glaube, das war mal im Angebot oder so. Weiß auch nicht so genau. Ist jetzt auch nicht so übermäßig gut, das Gameplay. Man sieht es auch, mein Level ist schon sehr lange her, das Ganze. Aber ich habe eben mal genau das Gameplay so in die Richtung gebraucht. Und zwar geht es mir heute um die Map Hunt Stage oder Hundstage. Ja, ich habe mir da mal gestern noch ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Eigentlich habe ich das schon mal im Kommentar erwähnt, wie man eigentlich nun genau dazu sagen soll. Aber irgendwie ist mir da gestern, wo ich so im Auto saß, ist mir das irgendwie so eingefallen. Ich habe so drüber nachgedacht. Und ich gucke ja auch hin und wieder in der englischen Modern Combat Community Szene hin und wieder mal ein paar Videos. Und in Englisch heißt diese Map Dog Days, was übersetzt Hundetage heißen würde. Also kann man entweder denken, dass diese Übersetzung grottenschlecht ist, als mit Hundstage. Denn Hundstage ist entweder schon Englisch, wenn man es übersetzen will, mit Huntstage, was nicht so viel wie Hundebühne heißen würde. Aber da eben in Englisch das nochmal anders heißt, würde das heißen, dass es eben auf Deutsch ist und dann eben Hundstage. Und das wäre ein Genitiv. Also Wessentage, des Hundstage, wie ich schon mal gedacht habe, also dass der Hund gerade seine Periode hat. Und ich denke mal, danach würde man normalerweise nicht unbedingt eine Map benennen. Also komm, Hundstage. Yeah, ich spiele eine Runde auf Hundstage, auf Hundsperiode. Ja, ja, das ist eine geile Map. Also wundert sich hier echt, dass die so einen gravierenden Fehler darin haben, dass sie wirklich hier eine falsche Übersetzung uns geliefert haben. Denn ansonsten heißen die Maps ja auch nicht anders im Deutschen und im Englischen. Zum Beispiel die Map Alarm heißt Englisch Alert, was übersetzt Alarm heißt. Und so sollte man doch eigentlich denken, dass hier diese Map dann auch so heißt wie im Englischen, wie es dann ins Deutsche übersetzt ist. Aber hier ist eben wirklich der Fehler, dass man statt einem E ein S eingebaut hat. Also eigentlich müsste er heißen, korrekt übersetzt, Hundetage. Wobei da der Sinn auch nicht unbedingt gegeben ist, was das jetzt mit einer Map zu tun hat. Was sind Hundetage? Es gibt Feiertage, aber was sind bitteschön Hundetage? Ah ja, Gameloft macht uns viele Rätsel. Was ähnliches gab es ja auch mal bei Call of Duty Zombies, da kam mal ein DLC raus, und zwar gab es dann für Black Ops 1 dann so ein Flyer, dass dann da die ganzen World at War Zombie Maps dazu kamen, und die im World at War Maps hießen ja viele nach deutschen Namen, weil es ja um Nazi Zombies geht, und wer ist das Naziland Nummer 1? Natürlich Deutschland. Also da gab es dann so Maps wie Nacht der Toten, der Riese, habe ich auch schon ein paar Gameplays auf meinem Kanal zu der Riese. Und da war es dann so, da haben sie statt der Riese, der Reise geschrieben, also das I und das E vertauscht, also auch so ein ähnliches Problem, wie ich gerade angesprochen habe, wie hier mit der Übersetzung, und das fand ich echt mal, wenn ich da gestern so drüber nachgedacht habe, irgendwie ist mir das so mal von den Augen gefallen, was ist das eigentlich? Huntstage ist es nicht, weil das wäre schon Englisch, da müssten wir es ja nicht nochmal übersetzen. Und Hundstage, Hundsperiode, oh Mann, könnte ich den ganzen Tag drüber lachen. Es, wenn man sich mal so Gedanken über solche Kleinigkeiten hier macht, ne? Echt verrückt. Und ja, was soll ich sagen, jetzt fällt mir gerade nicht mehr ganz so viel ein, was ich reden könnte. Ich spiele ja zurzeit wirklich wenig Modern Combat 4. Habe jetzt gestern mal der Runde Nackte Waffen drei Runden gespielt. Oh, hier auch ganz knappe Sache. Huhuhu. Und ansonsten, ja, irgendwie macht mir das Spiel zurzeit nicht mehr ganz so viel Spaß. Ich habe jetzt Far Cry ziemlich viel gespielt. Das habe ich jetzt aber auch durchgespielt heute. Denke ich mal, dass ich jetzt ein bisschen mehr wieder auf dem iPod spielen werde. Und auch mal wieder mehr Commentaries machen will, weil da habe ich ein paar Themen, die ich mal noch gerne ansprechen würde, wofür mir aber noch so die richtigen Gameplays für fehlen. Aber ich wusste gar nicht, dass das Gameplay eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, wieso ich das nie verwendet habe, wundert mich ein bisschen. Es geht nämlich bloß 18 zu 5 aus, weil das ist der Grund. Hab mir immer so ein bisschen die Aufgabe gestellt, immer Kills unter 10 und Kills
über 20 und Tote unter 10. Und dann am besten 3er KD. Das ist sogar eine 6er KD. Also ich denke mal, das Gameplay kann sich wirklich sehen lassen. Und dann werde ich jetzt auch mal nachher, oder vielleicht habe ich es bis jetzt schon, die Gewinner von dem Contest anschreiben. Ich mache es jetzt mit 3 Leuten. Und ja, dann denke ich mal, wenn ihr bis morgen keine Nachricht habt, dann entschuldigt das bitte, ich kann nicht jeden nehmen. Soll ja auch so ein bisschen eine Freude für die Leute sein, die es gewinnen. Und wenn ich es jetzt mit jedem machen würde, dann würde das so lang dauern. Aber das Gameplay geht jetzt hier aus. Wie gesagt, 18 zu 3. VIP ist eigentlich mal ein richtig cooles Gameplay gewesen. Ja, VIP ist ein cooles Gameplay gewesen. Mal so eine Runde VIP war schön zu zeigen, so. Und ja, Hundstage, geile Map, geiler Name. Und bis zum nächsten Mal. Euer das Snow Free. Ciao, ciao. I'm gonna go to the next one.